Herr Jahn, was wird das, wenn das fertig ist? Ja, es wird ein Backhändel. Ein Wienerwald Backhändel. Ein Wiener Backhändel? Also ich muss ja sagen, wenn ich Sie so hantieren sehe und wenn ich an Ihre Lebensgeschichte denke, dann würde ich in Ihrer Anwesenheit nie singen, ich wollte, ich wäre ein Huhn. Sie sind ja sozusagen der größte Hühnerschreck aller Zeiten. Ich habe das Gefühl, was Schönes, was Besseres gibt es ja gar nichts. Sie lieben Hühner. Ich liebe die. Aber fertig dann, auf der, also nicht draußen auf der Weide. Ich möchte lieber liebsten am Teller haben. Das Teller. Ist auch ganz klar. Das ist richtig. Schauen Sie, ich habe da hier einen Händelfriedhof. Was ist auch was Schönes, oder nicht? Friedhof. Ein Backhändel ist das. Was haben Sie jetzt für einen Huhn gekauft? Einfach ein normales? Aus deutschen Landen auf alle Fälle. Und ein ganz normales? Und ein frisches, kein gefrorenes, weil ich liebe nicht gefrorene Hühner. Ja. Aber muss es irgendein Bresshuhn sein zu 50 Mark aus Frankreich? Ich glaube, auf das könnten wir verzichten. Ja. Weil in Deutschland gibt es genug gute Hühner. Es gibt aber auch da Unterschiede. Es gibt schon Hühner um 4 Mark und es gibt Hühner Maispouladen um 20 Mark. Das ist dann die Frage der Fütterung und der Aufzucht und so. Also 90% aller Hühner werden in Deutschland fast mit dem gleichen Futter, haben auch die gleichen Muttertiere. Also und diese Horrorgeschichten, die man so hört von der Massentierhaltung? Ich glaube, das liegt ja nur jetzt daran, dass es in der Vergangenheit angehört. Da wird immer noch Reklame gemacht oder Propaganda, Gegenpropaganda gegen das Händelessen. Der Großteil, erstens ist bei uns Östrogen verboten und sämtliche Hormone, die sind verboten in der Fütterung, wird ständig von Tierärzten überwacht. Also praktisch kriegen Sie das beste Futter. Was wollen Sie denn lieber eigentlich? Ein Huhn, das auf Misthaufen herumläuft und die Würmer und den Dreck heraussucht oder mit dem Sojamehl und mit dem besten Futter gefüttert wird? Gut, wir wollen aber kochen. So, mal sehen, wie Sie das jetzt machen. Also erstens einmal, bitte, man sollte sich vorher die Hände waschen. Ja. Man muss Hygiene haben. Ja. Und zweitens, wenn man das Huhn in 8 Teile teilen. Ja. Am besten ist es zwischen 900 und 1000 Gramm. Also der Größe. Eine normale, das nennt man, glaube ich, eine Poulade. Normal, ja. 30-35% kommen ja so überhaupt auf den Markt. Ja. Weil die eine werden zu klein, die andere werden zu groß. Also man nimmt immer die zwischen 900 und 1000 Gramm. Und dann tut man die. Es gibt ja natürlich verschiedene Möglichkeiten. Manche ziehen die Haut ab. Bei mir nicht. Nein, ich mag die Haut gern. Ich auch. Wunderbar. Und das Zweite ist, dass die über Nacht sogar in Milch reinlegen. Das gibt's auch. Machen wir nicht. Ich nicht. Nein, ich tue es jetzt in Salzen. Schauen Sie. Salzen? Erst einmal, damit die Leute noch einen Durst kriegen, wissen Sie. Sie sind auch beteiligt an irgendeiner Bierfirma oder Wasserfirma oder irgendwas. Ich esse selber sehr gerne. Bei uns werden Tausende jeden Tag verkauft, wissen Sie, und das schmeckt doch wirklich gut. Ja. Schauen Sie, aber isst du ein reines Fleisch und isst dann nur Naturprodukte? Ja. Also es gibt natürlich auch bei der Haltung schwarze Schafe, die irgendwelche furchtbaren Sachen füttern. Aber da muss man dann einkaufen bei einem Händler seines Vertrauens. Ganz genau. Damit man weiß, wo er sie bezogen hat. Und ob man dann sich dann etwas Teureres oder Billigeres leisten will, das ist dann eine Frage auch des Geldbeutels. Und auch, wie gesagt, der Beratung durch den Händler. Ja, sicher, da muss man Vertrauen auch haben, wissen Sie. Aber wo wir mehr einkaufen müssen, wir kaufen ja tonnenweise. Ja. Da muss man Sie wissen, sagen, woher Sie es holen. Ich weiß, Sie kennen die Farmen. Wir kaufen die direkt bei unseren Schlachtereien, die von den Farmen beliefert werden. So, jetzt ist es gesalzen. Jetzt ist es gesalzen. Jetzt geben wir es ein bisschen Mehl rein. Mehl. Und mit Liebe ein bisschen so umstreuen, wissen ja. Sie. Und dann... Sie machen das auch Mehl. Sehr erotisch, sehe ich schon. Ja. Ja. Also eigentlich wie ein Wiener Schnitzel. An und für sich genau das Gleiche. Ja. Aber überall muss das Mehl hin und dann muss natürlich auch überall das Ei hin. Ja. Und da hinten höre ich schon das Brutzeln, da ist Butter. Sie machen das jetzt heute in reiner Butter. Das ist natürlich das Beste, das schmeckt auch am besten, ist auch das Teuerste. Aber man darf nicht voll aufdrehen, man darf nur ungefähr halb aufdrehen. Ja. Weil sonst verbrennt, der Butter verbrennt sehr leicht. Ja. Also am besten ist natürlich, man nimmt Butter. Ja. Und dann kann man Butterschmalz nehmen oder Margarine, wenn welche also auch, man kann es auch billiger machen, dann schmeckt es auch gut, aber nicht ganz so gut wie mit der Butter. Genau, richtig. Nur eins, wo ich gar nicht einverstanden bin, was ich da hier sehe, das sind die Brösel. Die habe ich Ihnen besorgt. Sie als Bayer, Alpenländer, Sie haben natürlich gern die richtigen selbstgemahlen. Sehen Sie, da gehe ich zum Bäcker und da sage ich, aus Semmel möchte ich gern Bröseln haben. Die haben dann einen Griff und einen Pfiff, aber schauen Sie nicht, das ist ja Mehl, ja, das kann ja gleich das andere auch wieder nehmen. Gut, also lassen Sie Gnade vor Blöseln walten und machen Sie es trotzdem. Und jetzt sehen Sie, jetzt kommt das auch wichtig, dass überall das Ei hinkommt, weil das bindet ja dann die Brösel sozusagen an den, an den Huhn. So. Jetzt gehe ich mal rüber und schaue, ob die Butter, die ist ein bisschen heiß, wunderbar. So. Oh ja, die ist jetzt schon... Wir haben die vorher übrigens geklärt. Wir haben
Wir haben die heiß gemacht und haben das Weiße, was nach oben gestiegen ist und was sich unten gesetzt hat, haben wir weggenommen, abgeschöpft, damit die nicht verbrennt. Man kann aber auch, das ist ein alter Trick, Hausfrauentrick, ein bisschen neutrales Öl dazugeben zur Butter, dann brennt sie auch nicht an. Ja, sicher. Aber die ist doch heiß genug für Sie. Die ist heiß genug, ja. Tun Sie nur weg vom Feuer, damit sie nicht dunkler und heißer wird. So. Und mit Liebe muss alles gemacht werden. Mit Liebe muss es, mit Butter und Liebe oder mit Margarine und Liebe, aber immer mit Liebe. Immer mit Liebe. Liebe ist ganz wichtig. Alles ist sehr wichtig. Und man kann natürlich beim Ei ein bisschen Milch reingeben, wissen Sie? Ja, ja. Das sind dann so die kleinen Variationen. Ja. Aber im Prinzip ist das so die Grundausstattung, könnte man sagen. So, ich glaube, das reicht. Ich glaube, die reichen. Aber ich werde auf die zwei Stück nicht mehr drauf ankommen. Kommt es nicht drauf an? Gut. Ich bin so gleich fertig hier. Gut. Sehen Sie. So. Sie wissen doch, dass das die Lieblingsspeise war von Kaiser Franz Josef und vorher schon von der Kaiserin Maria Theresia. Dieses Backhändel? Es hat kein Essen gegeben am Wiener Hof, wissen Sie, ohne Backhändel. Wie darf man das eigentlich nachher essen? Mit den Fingern? Ja, sowieso. Ich darf ich denn schon reintun? Nein, das machen Moment, Sie. Nein, das Moment, müssen Sie. Das muss der Koch selbst machen. Ich glaube, die Art, wie Sie es reintun, ist auch nochmal sehr, sehr wichtig. Man muss aber auch saubere Hände immer haben. Und Sie? Immer saubere Hände, jawohl. So, jetzt tue ich es wieder aufs Feuer. Jetzt tun wir es einmal. Und jetzt nehmen wir das ganze Zeug so hier rüber. Sehen Sie? Und jetzt tun wir es mit Liebe rein hier. Ja. Ganz langsam reinlegen hier. Ah, schön. Das nicht spritzt, wissen Sie? Ja. Sehr schön. Und wie lang? 8 Minuten, aber nur bei halbem Feuer, wie gesagt. Acht Minuten auf einer Seite, 8 auf der anderen. Acht. Ich stelle die Uhr ein. Jedes Fleisch nie zweimal auf die gleiche Seite, immer nur einmal. Man schaut mit der Gabel, ob es schon braun ist, dann dreht man es um. Und vorher lassen wir es noch liegen. Machen Sie einen Deckel drauf? Deckel, ja? Ja, ja. Den Deckel drauf. Und jetzt brauchen wir so eine Eieruhr. Hab ich. Ich habe sogar eine Zitrone, gucken Sie mal. Die ist noch das viel ist besser. Lustig. Die ist lustig. Müssen wir jetzt auf 7 Minuten einstellen, weil es schon ein bisschen drinnen ist jetzt hier. Ja. Ja. Sieben. So. Gut, die ist lustiger. So, das ist doch eigentlich jetzt, erstmal haben Sie jetzt Ihre Sache gemacht, dann darf ich jetzt zu meiner schreiten. So, tue ich das mal ein bisschen weg. Dann werde ich Ihnen meinen Huhn mal offerieren. Soll ich das auch ein bisschen wegräumen hier? Ja, ich brauche nur das Messer. Das brauche ich. Zeige ich Ihnen mal, was ich mache. Schaut sehr schön wieder sauber gemacht hier. Jawohl. So, ich habe ein indisches Huhn. Und zwar habe ich jetzt Filets, das heißt also eigentlich filetierte Brüste. Ne? Das sind die Hühnerbrüste. Ein scharfes Messer, das Sie auch schon benutzt haben. Die meisten Köche oder viele ahnen nicht, wie wichtig es ist, ein gutes, scharfes Messer zu haben. Na, aber die guten Köche haben ihre eigene Garnitur. Ja, ja. Die aber bringen das immer von einer Stelle zu der anderen immer mit. Nee, nehmen Sie. Aber auch für Hausfrauen ist das ganz wichtig, dass das immer scharf ist. Ich habe ein Wetzmesser und vor allem, dass man nicht ein billiges Messer kauft. Das ist nämlich nach 2 Jahren kaputt und dann kauft man ein neues, dann wieder und so eins hat man ein Leben lang. Genau so ist es. Man und spart am Verkehr nur, wenn man die billigen Messer einkauft. Und eine Wonne, wie das ein bisschen kleiner schneiden. Kleiner? Kleiner schneiden, bitte. Gut. Kleiner. Je kleiner das gut ist, desto schneller ist es durch. Aha, gut, etwas kleiner. Also, dann, das ist ein größeres, machen wir verschiedene Größen. So, das ist jetzt also Eine halbe Brust. Ich habe schon welche vorbereitet, damit es schneller geht jetzt. Und die werden jetzt, wie die Engländer sagen, coated, also gemäntelt. Da wird jetzt bemäntelt. Und zwar habe ich da eine Mischung, das habe ich in meinem, das muss ich mir hier herstellen, damit ich nichts Falsches sage. Ein Esslöffel Mehl. Ja, ist natürlich jetzt 3, also das ist das Maß. Ja. Also man kann das natürlich jetzt statt einem 3, aber auf jeden Fall, die Mischung ist 1 Esslöffel Mehl, 1/2 Esslöffel Curry, 1 Teelöffel Ingwerpulver. Also Curry habe ich hier, da habe ich den Deckel irgendwann verloren, dann tue ich das da drauf, kommt aus Indien. Dann habe ich hier Ingwerpulver. Das riecht toll. Dann Laos-Gewürz, das ist auch eine Ingwerart und das kriegt man heute alles in den Asiengeschäften. Dann süße Paprika, milde Paprika und ganz wenig Cayennepfeffer, denn der ist gefährlich. Der ist gefährlich, das wollte ich, ja. Und das mischt man zu dieser Mischung hier und darin wird das jetzt gemäntelt, wie man so sagt. Aber überall gleich, bitte, ja. Überall gleich? Überall gleich, nicht nur auf der einen Seite. Er ist ein strenger Zuschauer und Co-Koch. So, und dann habe ich... Das ist natürlich durch diese Gewürze, kriegt das diese ganz tolle, spezielle Mischung. Jetzt,
Hier habe ich Zwiebel. Zwiebel. Die muss ich jetzt noch mal anmachen. Ja. 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 Die habe ich schon vorgemacht, damit es ein bisschen schneller geht. Und zwar Zwiebel und Knoblauch. Zuerst die Zwiebel in Butter und Öl. Bisschen Öl, damit sie nicht anbrennt. Glasig. Nur glasig werden lassen. Dann etwas Knoblauch zerdrückt. Die Menge ist wirklich eine Geschmackssache. Der eine hat es gern mit viel Knoblauch, der andere mit weniger Knoblauch. Also ich habe eine Knoblauchzehe und habe jetzt auf diese Menge Hühnerfleisch habe ich so 2-3 Zwiebeln genommen. Und wenn das jetzt ein bisschen brauchen... Aber jetzt sagen Sie mal, warum haben Sie so viel Zwiebel drinnen und so wenig Knoblauch? Sie würden 5 Knoblauch nehmen und lieber nur 2. Weil wenn alle den Knoblauch dann essen, dann macht es ja nichts aus. Nur wenn einer Knoblauch isst und der andere nicht, dann ist es schlimm. Geht's wieder nicht? Das geht wieder nicht. Schauen wir mal. Jetzt geht's. Ich muss das, glaube ich, länger halten. Ja. Wie heißt es so schön? Rück das Dings mehr nach links und dann geht's. Wo kommen eigentlich die Hühner her? Ich weiß, die Geschichte von den Hühnern habe ich mich auch intensiv befasst. Das kann ich mir vorstellen. Über 3000 Jahre her haben es römische Kaufleute von China herübergebracht. Das waren zuerst Wildhühner. Und in Europa wurden sie dann kultiviert. Das heißt, zu Haushühnern erzogen mit Eiern und so. Und damals hat man eigentlich nur Wildhühner gekannt. Das waren römische Legionäre? Ja, nein, Kaufleute. Kaufleute. Ich stelle mir so einen römischen Kaufmann vor, der hält ein Huhn in der Hand und sagt, wenn du jetzt nicht sofort ruhig bist, wirst du in 3000 Jahren im Wienerwald auf den Grill gespießt. Denn sie haben 3000 Jahre später Millionen aufgespießt. Auf der einen Seite freuen wir uns, dass sie überhaupt eingeführt worden sind, genau wie die Kartoffeln aus Amerika gekommen sind. Das hat der Franzose eingeführt, der Carpentier. Ja. Aber zum Beispiel auch jetzt mit den Hühnern. Die wären ja nur 6 Wochen alt. Ah ja, die wären nur kurz 6 Wochen ein alt. Ein trauriges, kurzes Leben. Darf ich noch mal sagen, das schönste Leben, was sie überhaupt haben, die kennen überhaupt gar keine schlechten Sachen. Die kennen nur gute Sachen. Beste Fressen, Wasser, alles kriegen die Lüftung. 12 bis 14 Mal wird die Lüftung gehen. Ist das Wetter schön? Aber das ist Ihr Lieferant. Ob das alle so machen, bin ich noch nicht so sicher. Ich habe so viele Hühnerfarmen gesehen, die sind alle heute fast einheitlich ausgestattet. Eine große Halle, wo immer 2.000 bis 3.000 Stück drin sind. Und das Wetter schön, machen Sie die ganze Seite auf die Hühner laufen mit das Freie hinaus. Und auf der anderen Seite genau das Gleiche. Also was wollen denn die noch? Die wollen hier rein in meine indische Pfanne. Also, jetzt versuche ich, wollen Sie mal bei sich schauen? Das ist ja viel zu schnell gegangen. Das ist ja... Das viel zu hoch. Vielleicht zu hoch? Moment, das ist ja viel zu viel. Wir haben es zu hoch gehabt. Ja, aber ich habe die nicht eingestellt, wissen Sie. Aber Sie haben ja welche vorweg gemacht, das ist ja gut. Und die Uhr, die blöde, hat nicht geläutet, diese Zitrone. Jetzt tun wir es nur, darf ich Ihnen was sagen. Normalerweise bei halben Dings genügen 8 Minuten. Wenn es aber schon so heiß eingestellt ist, ich habe es halt nur halb eingestellt. Das war ja ganz eingestellt. Ich hab's. Lieber Herr Jahn, Sie haben vorher welche für mich gemacht, die sind da drin. Und die zeigen wir gleich und die sind perfekt. Aber warten Sie ein bisschen. Jetzt werden meine hier etwas, die haben wir ein bisschen zu scharf. Aber wir kommen doch hin. Was ich glaube, schmecken tun die Finger licken gut. Jetzt sagen Sie mal. Finger licken gut. Das ist aber ein schöner Teller, da muss ich schon sagen. Es ist extra für das indische Huhn. Jetzt werden die langsam ein bisschen braun, ein bisschen gelb. Ne? Sehen Sie? Aber der Zwiebel hätte vorher noch ein bisschen brauner sein müssen, bevor das Fleisch reingelegt ist. Das kann man machen, wie man will. Das ist Geschmackssache. Denkt man doch nur ins Gulasch. Das ist eben kein Gulasch. Nein, ich sage aber fast. Beim Gulasch macht man es wirklich länger braun. Aber es schaut schon gut aus. Schaut doch gut aus. Was ist eigentlich eine Poularde? Ist das was anderes? Eine Poularde ist nur ein großes Huhn. Aber wenn Sie vielleicht einen Kapaun meinen, das ist was anderes. Das ist ein kastrierter Huhn. Ein kastrierter, ja genau. Ein Hahn. Wissen Sie, ja, und wissen Sie, sollen so besonders gut sein, stimmt das? Ja, Sie wissen doch, normalerweise hat ein Hahn die Aufgabe, 12 bis 14 Hennen glücklich zu machen pro Tag. Ja. Und wenn er das nicht mehr kann, dann hat er die ganze Stärke für das Huhn, für das Fleisch. Und wegen dem schmeckt der Kapaun so gut. Gibt's noch Kapaune zu kaufen? Ich glaube, in Deutschland. Aber in Deutschland habe ich gehört, ist das verboten. Nein, verboten ist es nicht. Nicht? Nein. Ich habe gehört, die kommen immer aus dem Ausland, weil das in Deutschland. Bei Katzen verboten und bei Hunden ist es auch nicht verboten. Ja, aber ich habe gehört, die gibt deutsche Kapaune gibt es nicht mehr. Schauen Sie, jetzt wird das ein bisschen goldgelb. Sehen Sie? Jetzt wird es schon besser. So, und jetzt kommt nämlich der Clou. Ich habe hier, jetzt kommt das Besondere. Chutney. Mango-Chutney. Und zwar, das Tolle ist diese Mischung aus der Zwiebel und dem Knoblauch einerseits und diesem süßen Mango-Chutney. Das kriegt man auch in allen Asiengeschäften und auch in besseren Supermärkten. Und so kann man das überall kaufen. Tja,
Mango Chutney. Schaut wirklich gut aus. Schaut doch schon gut aus, ja, oder? So, 2 Esslöffel. Jetzt klingelt die. Gucken Sie rein in Ihre Backhände. Mal schauen, da wieder. Ja. So, Mango Chutney. Man kann natürlich jetzt weniger und mehr geben. Und jetzt kommt, jetzt will ich nicht ablenken. Ach, die sehen aber schön aus. Die sehen aber sehr schön aus, verehrtester. Die Kleine. Ja, ich glaube, die sind nicht schlecht. Die sehen wirklich nicht schlecht aus, da können Sie nichts sagen. Nein, wenn man da jetzt dazu einen schönen Salat, hat er genug Zeit, dazwischen einen guten Salat anzumachen. Ja? Ja. Oder der eine, der überhaupt Kartoffeln dazu haben, Petersilienkartoffeln. Aber das dazu und den Salat, ja, das schmeckt ja wirklich gut. Darf ich jetzt wieder Ihre geschätzte Aufmerksamkeit auf mein indisches Huhn lenken? Oh, bitte gewiss. So, ich habe also jetzt Mango Chutney reingetan und jetzt tue ich eine Hühnerbrühe drauf. Und da ist es natürlich so, wenn man die Zeit hat, aus Hühnerklein eine eigene Brühe zu machen, ist immer das Beste. Mhm. Wenn ich im Urlaub bin, zum Beispiel in Griechenland, da kriege ich nur ein ganzes Huhn. Da muss ich mir die Filets rausmachen und aus dem ganzen Rest mache ich eine Hühnerbrühe. Und die ist natürlich einmalig. Nur ich bin so selten in Griechenland. Normalerweise bin ich in Köln, habe keine Zeit. Und da genehmige ich mir einfach... Armer Mann, genehmige Zeit hat er für Griechenland. Also. Aber dann nehme ich einfach so ein Fertigprodukt. Das ist... Viele, viele Gourmetköche, denen sträuben sich die Haare. Ich muss sagen, diese Sachen, das ist ein Pulver und das macht man in heißem Wasser an. Und ich finde, das kann man sehr gut als Hilfe nehmen, denn der Geschmack am Schluss ist sowieso so stark beeinflusst von dem Ingwer, von dem Chutney, von dem allen, sodass der Unterschied, sehen Sie, ich mache noch ein bisschen, aber nicht ich muss zu viel. Sagen, wissen Sie, was auch schade ist, dass die Frauen immer weniger kochen können. Ja, ich weiß. Früher hat man die auf eine Haushaltsschule geschickt, die Kinder, ich meine, die Töchter oder irgendein Hotel. Darf ich das bitte gerne rüberstellen? Ja, so. Aber ich habe das Gleiche vorher schon mal vorbereitet. Und das hat jetzt schon etwa 15 Minuten hat das schon geköchelt. Niederdrücken. Nein, der war ich an. Ich war schon an, ja. Das hat etwa 15 Minuten schon gekocht. Das ist also schon weich. Das Fleisch ist schon zart, schon durch. Irgendwo läutet immer irgendwas. Das ist wahnsinnig. Und da kommt jetzt, das ist jetzt praktisch so, wie das sein wird in 15, 20 Minuten. Wenn man zart ist, diese Brüste, die sind ja so schnell fertig. Und da kommt jetzt Creme Fraiche drauf. Eischrank. Creme Fraiche, schau noch. Man könnte sagen, das wird dann risch. Es wird sehr risch. Risch. Und das ist wieder Geschmackssache, wie viel man reintut. Ich tue wieder so 2 Löffel ungefähr. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Jetzt muss man es abschmecken. Und das ist natürlich, es gibt natürlich Leute, die nehmen für sowas fertige Würzmischungen, weil sie sich nicht trauen, selbst das alles zusammenzustellen. Und es gibt ja heute Asienmischung und Hühnermischungen. Für alles gibt es fertige. Ich muss natürlich sagen, ich mache das selbst. Und wenn ich das jetzt ein bisschen verreibe. Ja, das muss ein bisschen heiß werden. Flamme ist schon an, ja. So, dann kommt jetzt Zitrone rein. Ach, dieses blöde Ding. Jetzt habe ich doch wirklich mit dieser Uhr das machen wollen. Die nicht mal richtig läutet. Und dann aber diese Zitrone wird nie welk. Diese doch, nein. Nein, die wird nie welk. So, jetzt kommt ein bisschen Zitrone. Und dann kommt sehr oft noch ein bisschen Zucker. Aber das muss man sehen, je nachdem, wie viel Chutney man genommen hat. Der Chutney ist ja auch süß. Das sieht doch schon ganz gut aus, oder? Das schaut ja aus wie ein oberbayerisches Gulasch. Aus wie ein oberbayerisches Gulasch. Ach, ja, ein oberbayerisches Gulasch, da wird doch die Zwiebel erst mal braun gemacht, wie Sie vorhin mit Recht gesagt haben. Hier ist alles hell und weiß und schön. So. Es fehlt etwas Salz. Noch ein bisschen Zitrone vielleicht. Na, da habe ich... Und definitiv Zucker. Ein bisschen Zucker. Aber nur wenig. So, und jetzt auch nicht mehr groß aufkochen. Kleinstellen. Und dann gehört noch ein Reis dazu, gell? Da gehört ein Reis. Jetzt kann man, also jetzt ist die Soße ein bisschen dünn.
Das ist alles eine Frage, wie viel man vorher einkochen lässt, ob man nur einen Löffel. Also man, das ist, da gibt es kein stures, starres, festes Rezept. Das ist alles ein bisschen Geschmackssache. Ja, aber wir riechen auch dazu, wie das riecht hier. Jetzt sollen Sie es nicht riechen, jetzt sollen Sie es auch probieren. Doch, das Curry rieche ich sofort aus und das Chutney auch. Ja, aber Sie sollen es auch probieren. Jetzt haben wir noch einen Löffel hier. Ja, wir haben nur so kleine dort. Aber das ist ja fein. Darf ich mal kurz probieren hier? Ich wollte, dass Sie einen ganzen probieren. Einen großen. Probieren Sie einen großen voll. Passen Sie nur auf, dass Sie das nicht alles zusammen ist hier. Was? Ist das gut? Sie haben vorhin welche. Ist gut, oder? Sehr gut. Und da kann man auch einen Serviettenknödel dazu machen. Da kann man Reis dazu machen. Also das Huhn ist für mich wirklich eine der großartigsten Grundbestandteile, mit denen man unheimlich variieren kann. Habe ich mir noch nass? Das macht nicht. So, jetzt will ich aber auch mal bei Ihnen probieren. Die sind wahrscheinlich sehr heiß. Das haben wir schon da drüben. Moment, da habe ich es. Da habe ich es, ja. So, was? Ah, das ist das ein Frische. Ja. Meinen Sie, das ist zu heiß? Ja, ich habe mal eine Gabel bei dir. Schauen Sie, nehmen wir es einmal so her. Probieren wir es einmal hier. Schauen Sie, das ist jetzt ein bisschen da. Ja. Aber ich würde Ihnen vielleicht das einmal empfehlen hier. Weil da ist ein Stück Weißes. Sie wollen wahrscheinlich gerne Weißes. Ja, ich habe gern Weißes. Hier? Oh, schauen Sie sich an. Ja, wunderbar. Hier? Probieren Sie es einmal. Ich glaube, das Problem eben war, wir haben es am Anfang zu hoch gehabt. Zu schnell, oder? Und dadurch wird es dann draußen schon braun und innen ist es noch nicht gar. Nein, man muss nur halb. Das langt ja. Schmeckt es innen, ja? Na, das ist aber toll. Ein Huhn ist immer gut, gell? Das ist wirklich was Tolles. Was passt da dazu zum Trinken? Ein Bier natürlich, am besten. Man kann aber auch keinen Wein trinken. Wir dürfen niemanden aufoptieren, ob der Bier oder Wein. Ich trinke lieber ein schönes Weißbier, Schneiderweiße. Mhm. Oder irgendwas, was weiß ich, Erdingerweiße. Das passt am besten dazu mit Dings. Wissen Sie, Sie wissen doch, was da drinnen ist in Weißbier? Nein. Erstmal ist auch ein zweimal gegärtes Bier und dann ist Hefe drinnen. Und das macht einen so stark, wissen Sie. Sagen Sie, das Huhn, also Sie sagen, man kann auch ein preiswertes Huhn kaufen aus einer Massentierhaltung, denn nur dann sind sie ja so billig. Es gibt heute gute Betriebe, wenn derjenige, wo man es kauft, weiß, wo es her hat, ist es in Ordnung. Worauf muss man achten? Erstens doch wahrscheinlich, dass es immer im Eisschrank bleibt, Kühlschrank. Nein, erstmal gibt es ja drei Gruppen von Hühnern, ja, A, B und C. Ja. Also man muss nur A kaufen, das ist einmal Nummer eins. Und dann ist es so, möglichst frisch und kurz bevor man es braucht. Alles, was im Kühlschrank zu lange drin ist, sowieso nichts. Also man kauft es nicht schon heute, wenn man nächste Woche Mittwoch Huhn machen will. Dann kaufe ich es doch lieber einen Tag vorher. Einen Tag vorher, also kurz vorher. Vorher. Im Kühlschrank aufbewahren, aber dann rausnehmen, damit es nicht ganz kalt ist, wenn man es präpariert. Und nie einfrieren. Nein, einfrieren bringt überhaupt nichts, weil das nimmt nämlich wirklich, der Saft, der geht dann weg und alles. Und Huhn kriegt man ja immer, zu jeder Jahreszeit und an jedem Tag und immer. Also ich meine, außer beim Ladenschluss in Deutschland, ab 6:30 kriegt man keinen Huhn, aber sonst kriegt man ja immer überall Hühner, ne? Genau, bei uns ja auch. Immer offen, wissen Sie, bis in die Nacht hinein. Ah, ich muss noch ein Stück probieren. Und welche Kategorien gibt es? Klasse A, B und C. Nein, ich meine, es gibt doch Suppenhühner. Also die sollte man nicht braten. Nein, das können Sie ja gar nicht. Bei einem Suppenhund braucht er 3-4 Stunden, bis das überhaupt durch ist. Schaut, der Unterschied ist das so ein altes Teil oder was? Nein, ist da? Darf ich nur sagen, ein Suppenhuhn ist doch ein Legehuhn. Und wenn die keine Eier mehr legt, dann wird es zur Suppenhuhn verarbeitet. Nur wenn es keine. Und das andere wird drei Jahre. Aha, und das andere ist nur 6 Wochen alt. Und ist nur zum Braten. Nur zum Braten. Und die Poularde, haben wir schon gesagt, ist nichts anderes, ist nur größer. Genau, so ist es. Genau, wenn Sie einen Aufzug, die tun alle gleich rein, ja? Da werden eben welche bei der Schlachtung, also mit sechs Wochen, die eine werden nur fast 500-600 Gramm schwer und die andere werden 1300, 1400 Gramm schwer. Also wie bei den Menschen, die werden ja auch nicht alle gleich groß und schwer. Übrigens, also Ihre Art, das so zu backen, das ist ja klassisch. Gerade. Aber schauen Sie nach, schaut das nicht gut aus? Schauen Sie nach, das es doch sieht an. Toll aus. Das schaut doch gut aus. Das ist fantastisch. Und außerdem möchte ich Ihnen noch etwas sagen. Sie können es auch kalt genauso gut essen. Ich glaube übrigens auch, dass das kalt fantastisch schmeckt. Aber wirklich, ich muss noch mal sagen,
ganz in Butter ist natürlich sicherlich am besten. Ne? Aber es ist auch am teuersten. Das macht man am Sonntag und am Wochentag macht man es dann mit Margarine oder Butter. Manche nehmen ein Öl her, die können auch ein Öl hernehmen. Wissen Sie, ich bin aber der Meinung, jeder muss das hernehmen, was er glaubt, was richtig ist. In Österreich zum Beispiel nehmen manche sogar Schweinefett her, wie zum Backhändl machen. Auch Schweinefett, ja. Aber auch das Wiener Schnitzel? Auch das Wiener Schnitzel, ja. Aber meine Mutter zum Beispiel, die hat von vornherein immer mit Butterschmalz gemacht, wissen Sie. Und das hat natürlich auch immer gut geschmeckt. Und fantastisch kalt auch. Darf ich Ihnen ein Wiener Backhändl à la Friedrich Jahn anbieten? Oh, bitte gewiss. Das ist ja ein... herrlich. Ich wollte noch sagen, diese Art, wie ich es mache, mit Zwiebeln und dann das nur das Filet, also nur die Brust, muss man nicht so indisch oder exotisch machen. Im Grunde kann man das ja variieren, wie man will. Man kann es machen mit ein bisschen Wein, auch diese Hühnerbrühe und nur Estragon. Dann ist es ein Estragon-Huhn. Einwandfrei. Man kann es machen mit nur mit Paprika. Und, also das ist eigentlich so eine Art Grund. Ja. Und mit Paprika, wissen Sie, das ist mein Lieblings, der Paprika-Händel. Wissen Sie, mit Nockerl noch, ja. Mit dazu Nockerl dazu, ja. Aber wissen Sie, was man auch mein Huhn auch in zwei verschiedenen Versionen machen kann? Man kann das Backhuhn, das Brathuhn, ja, da, also Backhändel, kann man zum Beispiel ohne Panier machen. Nur würzen. Ich würde also nur Salz. Wie würden Sie es würzen? Ja, Salz, Pfeffer. Ein bisschen Paprika und ein bisschen Knoblauch. Und dann genauso hineinlegen in die Pfanne, aber ohne das Panier. Ohne Panier. Das ist natürlich auch kalorienärmer. Also Sie, das andere ist kalorienärmer. Ja, ja, das ist natürlich, da ist natürlich ganz schöne Bombe, ne? Naja, aber wissen Sie, was, wenn man die Unterlage dann bezeichnet, wissen Sie, da bringt es natürlich ein bisschen mehr, da kann man ein bisschen mehr trinken, als dann bei den anderen, wo es keine Panier drauf ist. Also, die reden jetzt dauernd vom Trinken, ich hole uns ein Bier. Ich habe aber nicht mal... Keinen Öffner. Doch. Öffner, ja. Aber ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, kein Glas. Da haben wir, dann nehmen wir doch die hier. Ja, gut. Ganze, warum kann die sind man alle in der Spülmaschine, die Biergläser sind möglich. Alle in der Spülmaschine. Besser trinken. Wie in der Hand. Das Jetzt Bier. Trinken wir unser Bier aus dem Weinglas, das ist sehr vorne. Und noch dazu warst du nicht, du brauchst gleich Bier. Oh, da gibt es noch viele andere gute. Es ist ein Zufall, dass das im Kühlschrank ist. Mein Lieber, da hineingeschmuggelt. Irgendjemand hat hineingeschmuggelt. Auf Ihr wunderbares Huhn und auf alle Ihre Hühner und auf Ihren Erfolg. Und bedanke alles mich. Gute, schön, dass Sie da danke waren. Danke.